Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Bridge of Another World, also eine Brücke in eine andere Welt, verlorene Träume. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir noch damit machen können. Was sagt denn eigentlich uns die Karte? Wir können dahin, da haben wir noch, da, da. Okay. Kann aber noch, ah, guck mal an, da ist ein goldenes Ding, da will ich hin. Hier glitzert es auch schon schön. So, wir müssen jetzt wieder Sachen suchen, die verdeckt sind. Also hier haben wir das Glas Wasser. Hier haben wir eine Pinzette. Was kann ich mit dem Glas Wasser denn machen? Hier muss ich doch bestimmt auch noch was. Hier haben wir die Farbpalette, da muss ich bestimmt Wasser drauf tun. Jawohl! Mit der Farbpalette kann ich wahrscheinlich das Schiffchen anmalen. Oh. Da haben wir Uhrzeigergerät. Da freut sich doch bestimmt der Vater Wecker. Och Mensch, alles was man anfasst geht kaputt. Hier haben wir Feder. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was können wir mit der Feder noch machen? Was haben wir denn hier? Der Kasper scheint nicht gerade. Okay. Kann ich hier was tun mit der Feder? Hier haben wir ein Siegel. Siegel könnte doch. Ja, passt auch. Hier haben wir Fische. Haben wir einer von den zwei Fische, würde ich behaupten, wo wir brauchen. So, ich habe noch eine Feder. Was kann ich mit der Feder machen? Glaubt, der braucht die Feder, oder? Ah, es ist so, okay. Kriegen wir jetzt silberne Fische? Silberfische. Und die Blume. Okay, die goldene Blume. Was mache ich jetzt mit einer goldenen Blume? Ich glaube, die goldene Blume habe ich hier irgendwo gebraucht. Karte. Goldene Blume. Goldene Blume, goldene Blume. Der goldene Blume hier was machen, ey. Hier war irgendwas zu tun. Kann ich mit der goldenen Blume hier was tun? Ah ja, doch, do. Dodo, aufmache. Ach, die Herzform. Okay. Mit der Herzform kann ich schon dann in die Seitengasse hier hoch und das muss da rein. Au, 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 au. So, jetzt kann ich doch bestimmt dem das Herz geben und der ist ein bisschen glücklich und gibt uns was anderes dafür. Stell mich nicht falsch, ich bin sehr gerne hier. Okay, hier haben wir noch ein Teil. Was haben wir mit dem Teil? Es ist schon fertig. Okay, oh leck. Jetzt müssen wir drehen. Ja, wie drehen wir dann Blechste? Wir haben ja hier ohne schon mal anfangen. Das passt schon mal. Das sieht schon mal gut aus. So. Es könnte auch so stimmen, aber das passt nicht. Ach, so Drehteile, die mag ich überhaupt nicht. Das könnte stimmen. Das passt hier oben, aber das passt nicht. Oh ne, also muss ich ganz ehrlich gestehen, für das da habe ich heute keinen Nerv, auch lerne ich schon mit einer Kopfschmerze. Also das könnte schon mal passen zusammen. Okay, das stimmt zwar, die Ecke. Das heißt, die Ecke brauche ich nicht mehr zu benutzen. Nee, das könnte eine Nägel. Da brauche ich irgendein Dach oder was. Nee, das passt doch nicht hin. Komm, das überspringe ich mal. So, da haben wir das Bild jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, wo es hin soll. Bitte schön. So soll's sein. Bitte, kleiner Drache, helf mir mal bitte. Ja, du machst es gut. Dankeschön. Ja, Gott sei Dank ist das Ding weg. Okay, das Dreieck habe ich schon mal irgendwo gesehen. Was haben wir hier?
Wow. Okay. Spieglein, Spieglein. Was haben wir hier? Geschlossen. Die Schwefelmine wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Arbeiten sind entlassen. Okay. Wir haben einen Kopf von einem Vieh. Was die Statue da drauf? Kann ich mit dem Eis was? Nein. Aber ich muss hier was finden, hier rein. Was haben wir hier oben? Ah, das ist das Gebäude, wo mir gefehlt hat. Das Gebäude kann ich schon für hier gleich reinsetzen. Und dann haben wir einen Schlüssel. Kann ich mit dem Schlüssel die Mine öffnen? Geht das? Ja, das passt sogar. Hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht an mich rangerannt. Okay, hier muss ich irgendwas machen. Also ich habe schon mal hier. Okay, jetzt habe ich hier was. Da müsste jetzt weitergehen eigentlich theoretisch, aber da habe ich nichts. Kann ich mit dem Nageleisen das abmachen? Ne, leider nicht. Ich könnte aber mit dem Nageleisen die Truhe hier öffnen. Da muss ich jetzt wirklich alle drei Nägel aufmachen. Okay, da haben wir eine Springfeder. Kann ich eine Springfeder was machen? Haben wir noch irgendwas? Geht das auf? Ne, geht auch nicht auf. Da muss was hin, aber was? Ich gehe davon aus, dass sowieso eine Lampe hin muss. Ah. Na, komm. Da muss so eine Art Glas oder irgendwas hin. Gucken wir mal, wo wir das finden. Also das mit dem war schon gut so. Ah, hier haben wir Schmetterling, Subi. Hier muss auch noch ein Stück dran. Das fehlt noch, deswegen kriege ich das nicht. Gut, das Schmetterling habe ich schon gesehen. Hier nochmal raus. Kann ich hier noch irgendwas tun? Hier ist noch was. Okay, hier sind auch wahrscheinlich Vögel oder was. Hier hinten komme ich nicht weiter. Gut, nochmal zurück. Ich glaube, hier braucht muss das drauf. Danke. Pfui. Eine Schnecke. Eine Raube. Schnecke, Raube, Raubenschnecke. Keine Ahnung. Gut, solange ich den Schlüssel nicht habe, kann ich das. Ich kann das nicht, aber. Boah, wie doof, oder? Mit einer Feder stoppe ich das Ding. Die Feder würde doch eigentlich biege, wegfliege und würde mir alles um die Finger fliegen. Ja, okay, ist egal. Will ja nicht kleinlich sein. Jetzt dürfen wir hier rein. Haben wir dann hier können wir Schlüssel machen. Hier haben wir schon mal Schraube. Das ist nicht meine Schraube, also nur das ist wieder Fracht. Das ist nicht die Schraube, wo ich verloren habe. Also das auf keinen Fall. Insel erschüttert. Okay, hier brauche ich was aus dem Bergwerk, gehe ich davon aus. Hier muss ich. Kann ich. Ah, guck mal an. Hier fehlt eine Statue. Jetzt muss ich noch drei Statuen suchen. Na, hätte ich einen Glühstrumpf. Hier. Hier war was, aber ich weiß nicht was. Hier benötige ich mehr als ein Werkzeug. Okay. Haben wir sonst? Das habe ich ja jetzt eben gerade schon gesehen. Da fehlt mir auch noch ein Teil. Da unten ist auch noch was, was fehlt. Okay, ich habe aber eine Schraube gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Schraube, weil sie Messing ist und es war Messingofen, dass ich die für deine Ofen hier brauche. Okay, hier ist noch eine Figur drin. Hier oben ist eine Beule. Kannst du Feuer machen? Ja, supi. Oh, ist der so goldig? Lebendes Feuerzeug. So, ist das hier oben heiß, aber. Okay, gehen wir weiter. Erstmal weitergehen. So, wir haben die Statue. Die Statue habe ich schon gebraucht für hier drin. Können wir Kleider rein tun und müssen wir die nicht mit rumschleppen. So, wir hatten ja gesehen, dass der eine Frosch Schmetterlinge auf der Zunge hat. Okay, jetzt haben wir hier das Symbol. Geweih, Dolch und Schwertlinie. Die können wir ja hier benutzen. Das haben wir gesehen. Also Geweih.
Dolch und Schwertlinie. Hier haben wir eine Stimmgabel oder eine Gabel an sich, also Mittelaltergabel. Mit der Gabel. Stopp, komm mal zurück, was habe ich hier? Ne, das kann ich nichts machen, das habe ich ganz vergessen. Aber ich glaube, mit der Gabel kriege ich das hier auf, oder? Hammerkristall. Und ein Stück Zeichnung. Die Gabel ist jetzt schon mal weg, oder was? Also es war so eine Einweggabel. Oh, hier glitzert's. Hier kann man bestimmt ein Wimmelbildspiel machen. Glühwürmchen im Glas. Okay, die müssen wir fangen. Musikknoten, Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe war nicht hier. Aber das ist noch nicht fertig. Mal gucken, vielleicht kann ich es mit der Kreide hier oben fertig machen. Spielkarten, Kästchen, Dreieck. Chili-Show, da habe ich schon gesehen. Die ist mir vorhin ein paar Mal aufgefallen schon. Eine Pyramide, die habe ich auch schon hier oben ein paar Mal gesehen. Der Armreif war hier vorne. Einen Hut, den habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Schloss. Schloss habe ich auch die ganze Zeit gesehen an dem Rad. So, dann brauchen wir ein Glas, wo wir die Glühwürmchen fangen. Das haben wir auch. So, was haben wir dann noch? Spielkästchen, das war hier vorne. Spielkarten. Habe ich, glaube ich, da oben ein Dreieck. Spielkarten, der Hut war hier. Ich glaube, das war für irgendwo an der Stelle. Genau. Musiknoten. Das ist das hier, aber... Gut, machen wir weiter. Schaufel brauche ich noch. Spielkarten und die Musiknoten. Gut. Schaufel und Spielkarten. Das sollte auf den Blättern nicht Noten sein. Ja klar, das sollten Blätternoten sein. Wo fehlt der Griff? Griff irgendwo gesehen? Schaufel? Also bis ich sah Schäufelsche. Ah, hier ist der Griff. Da habe ich die Note und die kann ich schon... Oh, ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Ja, jetzt muss man nur noch die Spielkarten finden. Spielkarten. Unterliegen sie nicht, weil sonst wäre es ja eine andere Farbe. Spielkarten. So. Spielkarten im Sinne von Bube, Dame, Schippe, Ass. Oder Spielkarten in Form von so Memory-Krams. Da oben und ein Flügel verstickelt. Und wir haben ein Dreieck bekommen, das wir brauchen. Kaffee all, so ein Mist. Oh, hier haben wir auch noch ein Wimmelbildspiel. Ah, das ist ja super. Einmal die Rose haben wir hier neben. Das Glas habe ich auch schon gesehen. Wasser, Einmachglas, Rose. Ich denke, die Rose, ne. Die Rose kann man doch hier in die Vase tun. Da haben wir noch Pinselle. Pinselle. Farbe. Können wir aus weiße Rose machen, rote Rose machen. Passt acht drin. Oh, die ist ganz schön vertrocknet. Einmachglas, da muss Wasser rein. Kann man da Wasser? Ist da Wasser drin? Ja, da ist Wasser drin. Gut, da kann man die doch bestimmt doch mit wässern, oder? Ja. Guck mal an. Geht doch super. Dann kann man die da rein tun. Oh. Das haben wir. Das ist kaputt gemacht. Okay, wo machen wir die Perle hin? Mit der Auge von ihr sind, oder? Bekommen wir eine Glocke? Ein Glöckchen. Okay. Mit der weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Aber ist, wir werden schon was finden. Wir werden schon was finden, was wir mit der machen können. So. Wir haben ein Glöckchen. Das Glöckchen kann doch hier dran. Siehst du mal, schon haben wir ein Glöckchen. Ah, okay, da fehlt jetzt noch rot die Glocke. Weil dann ist es nämlich immer so die Reihenfolge, was man drücken muss. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. So, hier haben wir ein Dreieck, das können wir schon mal drauf tun.
Noch eine Schnecke denn setzen? Nur so Möglichkeit. Gut, hier da haben wir nix. Bin mal gespannt, für was wir die Schnecke brauchen. Der Kristall? Ne, der Kristall will doch nicht. Esther bräuchte ich aber auch noch. Sonst noch was? Nee. So, gucken wir mal auf die Karte. Also wir müssen hier was tun. Achso. Es ist der Wurm für da drin. Oh, nee, das ist ein Wurm. Ich dachte mir, das wäre Schnick. Okay, aber es ist in Ordnung. So, und nun? Stell die Blumentöpfe um, bis die Farben. Okay. Also hier müssen dann Lilane hin. Grüne ganz nach Hause. Rote da. Gelbe da. Orange da. Hellblau. Gefunden. Okay, ich glaube, der Prismastein. Prismastein könnte theoretisch hier oben reinpassen. Jo. Hier können wir da. Ha! Wir haben Licht. Alter, was bist du für armer Mensch? Ja, komm, ist ja in Ordnung. Ich mache nichts. How much sulfur could she possibly need? What? You don't work for the Countess? Please, you've got to help me. Auf jeden Fall. So wie du aussiehst, brauchst du definitiv Hilfe. The Countess forced Dorian to paint me as this monster. What's worse, I can't exist outside the mist. If I just had a portrait of my real self, maybe I could turn back to normal. Please, you've got to find it. Ah, und schon haben wir das letzte Glöckchen. So, was haben wir hier noch? Kannst du? Ja, bitte. Oh, ist der so putzig. Dankeschön. So. Mal noch was? Was haben wir hier? Okay, das ist was anderes. Das kommen wir noch zurück. Da haben wir noch Blätter von ihm und ein Stück Geweih. Da müssen wir noch was tun. Geht's da hinten noch weiter? Oh, ein Fisch. Ganz komischer Futsch. Ja, okay, jetzt haben wir aber schon mal die Glocke. Mit der Glocke können wir ja zurückgehen. Und können die hier anbringen. Genau. So. Silber, Bronze, Gold. Dann Silber, Bronze, Rot. Dann Rot, Silber, Bronze. Zack, und schon dürfen wir in die Wohnung rein. Olé! Da dran. Muss ich jetzt spielen oder was? Okay, da haben wir einen Schrank. Was haben wir im Schrank? Enkeltopf. Stimmhammer. Esel. Okay, den werden wir noch brauchen. Oh. Wer bist dann du? Kannst du? Das ist eine Brieftaube, okay. Wenn du Brieftaube bist. Kann ich hier was tun? Nö. Ah doch, geht doch. Oh. Tut mir leid, aber ich brauche das. Muss ich hier wirklich mehr kaputt machen? Nö. Magisches Garn. Hallo hopp. Dann haben wir jetzt magisches Garn. Und noch was? Falle. Richtige Order von Zeit, okay. Dann gehen wir nochmal raus. Also ich habe jetzt magisches Garn. Was muss ich jetzt tun? Okay, das Schloss bringt mir hier nicht viel. Meißel könnte mir noch was bringen. Warte mal. Das hier? Kann ich mit der Meißel hier was tun? Das bringt mir alles nichts. Ich muss die ja irgendwie abkriegen. Das Töpfchen kann ich schon drauf tun. Das ist so gut. Ist da rein? Nee.
Gut, ich brauche definitiv was zum Schmelzen. Und da habe ich einen Meißel. Kann ich nichts rausmeißeln? Kann ich hier was meißeln? Auch nicht. Magisches Garn, das alles bringt mir nichts. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder rätseln. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.